Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken bei der Tekken 7. Und beim letzten Mal war Nina dran. Ich habe jetzt eine neue Aufnahmesession. Ich wollte jetzt wieder zwei, drei Kämpfer machen. Mal gucken, wie es so gelingt. Die Einstellungen müssten alle noch auf Easy und eine Runde sein. Und dieses Mal ist Yoshimitsu dran. Alter, der sieht auch mega crazy. Können wir den hier? Ich probiere das Ding mal aus. Das Outfit. Wie gesagt, die Kämpfer gehen wir jetzt einen nach dem anderen durch. Jedenfalls die, die wir spielen können. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie vielleicht in Zukunft irgendwann mal was freigeschaltet kriege. Schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, Einstellungen auf Easy und eine Runde. Und dann sind wir bis jetzt ja auch noch mit jedem. Ach du Scheiße, wie sieht das aus, ey. Yoshimitsu. Mega strange. Okay, mal gucken, ob ich noch ein bisschen was kann. Ich hatte jetzt zuletzt UFC 4 gespielt. Das ist ja gerade erst rausgekommen. Oh, wow, der war ganz geil. Und da ist das ein bisschen... Hier gehst du mehr so auf Geschwindigkeit. Bei UFC ist es mehr so auf Ausdauer gehen. Muss ich nachher auch noch aufnehmen. Mal gucken, wie das so läuft. Aber hier alles ganz entspannt. Und Leo ist, glaube ich, der deutsche Kämpfer, ne? Ich weiß gar nicht, ob es mehrere Deutsche gibt. Auf jeden Fall, Leo war ein Deutscher. Ist auch ganz cool, weil der, glaube ich, auch deutsch synchronisiert ist. Jedenfalls war das bei den anderen Tekken-Spielen irgendwie so. Aber gut, den ersten haben wir einigermaßen vernascht. Der zweite ist Lars, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier sieht man auch links noch ein paar Tricks eingeblendet. Er sieht aber so mega strange aus. Lars hat auch Bock. Hoffen wir mal, dass das alles so fluffig weitergeht. Boom. Naja, der Move ist ganz geil, um ehrlich zu sein. Aber ey, wie schnell er wieder steht. Alter. Zack, zack. Boom. Nochmal. Boom. Einfach weggepuncht. Weggekickt. Zack. Au. Oh, da war ich mir schon so sicher. Da habe ich gedacht, dieser eine Kick würde reichen. Den blockt er mal ganz easy weg. Aber auch Lars konnte nicht viel gegen uns ausrichten. Get ready for the next battle. Wer ist der nächste Gegner? Oh, das ist O'Brien, ne? Ist auch nicht schlecht mit dem Bandana um. Sieht ganz cool aus. So wollte ich das damals auch immer ganz gerne haben, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt so ein Bandana? Ich glaube, so ein Tuch habe ich gar nicht. Ich hatte immer so eine Flagge, wo so ein Totkopf drauf war. Aber auch eher so, ne, so eine kleine. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die haben, glaube ich, damals irgendwie am Strand gekauft oder so. Das war irgendwie... So ein Ding war das, so ein Souvenir-Ding. So auf Piraten machen, weißt du? Ich glaube, das Skelett hatte auch noch irgendwie so ein Kopftuch oder sowas auf. So genau weiß ich das nicht mehr. Die waren nachher auch irgendwie kaputt, die Fahne. Bam, oh shit. Zack, ja komm, gar nicht, jetzt aufstehen. Boom. Ich weiß nicht, ich finde, dass Yoshimitsu ganz gut puncht. Der hat einen geilen Tritt und der hat einen geilen Schlag drauf. Aber so richtig schnelle Kombos oder hintereinander so Angriffe kriegst du mit ihm nicht so gut hin. Weil meistens der eine Punch entweder geblockt wird oder dann schon richtig sitzt, dass der Gegner erstmal durch die ganze Etage fliegt. Beförderungskampf, na toll. Sowas ist ja immer ein bisschen tricky. Wo gucken die da eigentlich immer hin? Vielleicht sollte ich mir das... Ist mir bei Nina schon aufgefallen, dass dann erstmal nach oben geguckt wird. Ja, der war gut. Boom. Na, ah, verdammt, da wollte ich nochmal. Allerdings wäre das der andere Tritt gewesen. Boah, aua. Okay, okay, okay. Oh, das war nicht gut. Er blockt schon mehr, das merkt man. Jo, Alter, er weiß genau, was Sache ist. Hier, zack. Boah, den hat er auch weg. Ah. Das war knapp. Der hätte genauso gut von ihm sitzen können, dann wäre auch vorbei gewesen. Leb wohl, ja. Nee, aber das war schon crazy. Da hast du richtig gemerkt, wie Yoshimitsu wirklich, Hayashi wirklich mich da an die Grenzen gebracht hat. Das hätte genauso gut für ihn ausgehen können. Und Kazumi, die wird mich jetzt wieder nerven, denke ich mal, ne?
Bis jetzt lief's ja einigermaßen, aber das hatte ich mit Nina, glaube ich, auch, dass es lief, aber danach gab's aufs Maul. Ich muss wirklich irgendwie versuchen. Ja, Mist. Aber sie. Oh. Okay, da habe ich eiskalt den gleich. Ja, shit. Da waren wir zu schnell. Weißt du immer nicht, ob du auf Schnelligkeit. Wow. Nein. Ah, verdammt. Da ist sie. Im Tritt. Boah, what the fuck? Ich kann nichts machen. Alter, was ist das denn für ein Finisher? Yo. Ja, nein. Ganz blöd gelaufen. Das ist wieder so ein Ding gewesen. Eigentlich waren wir ziemlich safe so Richtung Sieg unterwegs. Und plötzlich ist sie nochmal abgegangen. Also gefühlt, wenn sie nachher unter der Hälfte ihrer Energie ist oder so, dreht sie richtig ab. Da hat sie eben nochmal richtig ausgepackt. Dann blockt sie plötzlich alles, weißt du? Wer? Ja. Oh, nee. Oh, ich hasse diesen Move. Ja, siehst du, und dann läuft sie noch. Was willst du da machen? Yo. Alter. Ja, ohne Chance. Ich stehe auch auf der falschen Seite, das ist mega dumm. Kannst du hier ein paar Mal den hier abhaben? Sorry, das war natürlich mega mies. Aber ich stand auf der falschen Seite und vorher hat sie ja immer dieses gemacht. Man hat ja richtig gesehen, wie sie immer den Schritt zurück. Ich hätte jetzt fast gesagt, sie ist den Schritt zurückgegangen, aber das war ja mehr ein Schweben oder Wegfliegen oder was auch immer. Na gut, also. Es hat ja jetzt mit Yoshimitsu eigentlich komplett also, es hat ja funktioniert, oder? Also. Aber er schreibt trotzdem Game Over hin, also ich raff's nicht. Eigentlich sind wir doch komplett durchgegangen, oder? Na gut. Auf jeden Fall haben wir es mit Yoshimitsu denn auch irgendwie gepackt. Keine Ahnung, das lief besser als gedacht, um ehrlich zu sein. Aber ich hoffe, ihr seid dennoch beim nächsten Fighter auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.